Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Heavy Rain. Im letzten Part haben wir noch gesehen, wie Ethan und Claire heißt sie, glaube ich, seine Frau auf dem Polizeirevier miteinander geredet haben und sich, ja, sie ihm doch Vorwürfe gemacht hat, weil Sean verschwunden ist, waren dann mit dem guten Privatdetektiv Shelby nochmal bei einem Vater von einem der Origami-Killer-Opfer und haben von ihm, weil wir ihn gegen einen Ladendieb beschützt haben, eine Kiste bekommen, die ihm hinterlegt wurde, als sein Sohn verschwunden ist. Und nun sind wir mit dieser unbekannten Frau in ihrer Wohnung und sie hat mir echt einen Schreck eingejagt, weil wir hier irgendwie gegen irgendwelche Eindringlinge gekämpft haben, die uns echt wehgetan haben und am Ende die Kehle durchgeschnitten haben. Aber sie hat mir dann gesagt, oder sie ist dann aufgewacht und es war nur ein Albtraum. Und vielleicht erfahren wir jetzt, wer sie ist, wie sie in dieses, hier reingehört. Und wir werden dann auch direkt jetzt wieder ins Spiel einsteigen. Viel Spaß. Ich hoffe, sie hatte genauso viel Herzrasen wie ich tatsächlich. Und hätte ich das gewusst, hätte ich da im letzten Part gecuttet. Okay, sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Und wir scheinen wieder Ethan zu sein. Bin gespannt. Ach, ich hätte einfach im letzten Part noch ein bisschen abwarten sollen. Aber ich dachte, wir kriegen endlich eine Erklärung, weil wir wissen ja immer noch nicht, wer sie ist. Also, Mittwoch, 7.31 Uhr. Oh Gott, die belagern unser Haus, ey. Ist das Presse? Ist bestimmt Presse. Oh Mann, ey, tut mir so, so leid. Er ist gerade dabei, das zweite Kind zu verlieren. Und ich glaube, er macht sich selber arge Vorwürfe, weil er genau in dem Moment ja wieder ein Blackout hatte. Oh Mann, Ethan. Das ist doch wieder so ein komischer Brief. So einen hatten wir doch schon gekriegt, als wir mit Sean damals von der Schule kamen. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ja, das ist der Brief, den wir schon bekommen hatten, tatsächlich. Okay, ist mit Schreibmaschine geschrieben. Den hatten wir ja schon vor Chance verschwinden, hatten wir den ja schon gelesen. Der lag ja vorne bei den anderen Briefen. Was ist das? Lockerticket. Oh krass, das ist das, was der andere auch schon sagte, dass er als sein Sohn verschwunden ist, so ein blödes Ding für so einen Schrank gekriegt hat, so ein Schließfach. Und da dieser Karton drin war. Ich muss herausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Okay. Ja, können wir, vielleicht sollten wir wahrscheinlich hinten rausgehen, ne? Ich will nur einmal erstmal gucken, ob wir noch irgendwas anderes hier in der Wohnung finden. Okay, hier ist nichts. Ja, wir könnten aufs Klo, aber das muss nicht sein. Ich will nur einmal, dass wir, bevor wir gehen, dass wir quasi nichts vergessen haben. Und uns wirklich alles angeguckt haben. Weil ich glaube, vorne brauchen wir nicht rausgehen. Vorne belagern uns die Journalisten. Ich denke, dass wir hinten durch den Garten verschwinden sollten. Das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Ich guck. Huch, ja, okay, wir gucken. Ah, was ist denn? Geh doch da rein. Jetzt, los. Ich möchte mir das Kinderzimmer angucken. Oh Mann, ey, es tut mir für ihn so krass leid. Ey, das ist, wie gesagt, ja quasi das zweite Kind, was er droht zu verlieren. Also ich denke, für ihn fühlt sich das so an, als hätte er ihn schon verloren. Er ist ja nun mal einfach weg. Und das ist so krass, ey. Okay, hat die Uhrzeit irgendwas zu bedeuten? Aber eigentlich ja nicht, ne? Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, was sich da noch ergibt, ob Ethan quasi selber anfängt zu ermitteln, ob er selber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht,
Verdammte Reporter, die belagern den ganzen Tag mein Haus. Ja, da sollten wir definitiv nicht vorne rausgehen. Also ich glaube, das ist hinten raus, ist wirklich die beste Idee. Aber es tut mir halt so unheimlich leid. Was ist das hier? So eine Abstellkammer. Ist hier irgendwas interessant? Ach, das ist sein Arbeitszimmer. Okay. Nee, hier ist nichts Interessantes. Gut, dann werden wir wohl noch einmal kurz ins Bad gehen. Ups, und nicht gegen die Wand laufen. Ob wir hier noch irgendwas machen können. Nee, okay. Gut, dann werden wir uns jetzt nach unten auf den Weg machen und das Haus verlassen durch den Hinterausgang, also quasi durch den Garten. Und dann bin ich gespannt, wohin uns unser Weg führt. Ob wir nun zu diesem Schließfach gehen sollen, müssen, keine Ahnung was. Ist hier noch irgendwas? Nicht, dass ich hier noch... Nö. Ja, nur die Uhr, okay. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Ja, das ist wohl der Plan, durch diese Gasse zu verschwinden. Ich werde mich aber erst nochmal hier in diesem hässlichen Garten, den wir haben, umgucken. Oh, es ist echt nicht schön, ne? Wirklich nicht. Okay, da sollen wir anscheinend über den Zaun rüber steppen. Oder steppen wir hier rüber? Wir steppen hier rüber. Okay, dann gehen wir nochmal hier durch den Nachbargarten. Das sind echt, ist echt hässlich. Ne? Ich überlege, in was für einem coolen Haus die vorher gewohnt haben. Können wir hier nochmal rüber steppen oder müssen wir tatsächlich da durch die Gasse? Okay, wir müssen wirklich durch die Gasse. Ich hoffe, das ist jetzt weit genug weg, dass wir den Reportern entkommen. Wieso steht da so ein Paket? Okay, steht da einfach. Gut, ich lasse das auch immer draußen im Regen stehen. Ist gar kein Thema. Okay. Achso, müssen wir zum Auto? Ist das unser Auto? Ja, ist es. Die gucken mich doch alle an, die sehen mich doch. Das ist doch... Also, im Normalfall werden sie doch jetzt trotzdem schon alle auf uns losgestürmt, oder? Aber gut, ich denke, wir werden jetzt zu diesem Ding fahren, wo das Schließfach auf uns wartet. Tschüss, liebe Reporter, tschüss. Und ich bin gespannt, ob uns da auch so ein Schuhkarton erwartet. In dem Schuhkarton von dem Ladenbesitzer war ja irgendwie so eine Origami-Figur und den Karton hat er ja dann Shelby gegeben. Ah, okay, wir sind am Bahnhof. Keine Panikattacke kriegen, Ethan. Keine Panikattacke. Atme. 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 Alles wird gut. Reiß dich zusammen. Ganz ruhig. Okay, perfekt. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Wir kriegen das hin, Schatz. Was? Ich könnte später wiederkommen, wenn weniger Leute unterwegs sind. Keine Zeit verlieren. Ich muss wissen, was im Schließfach ist. Ja, das machen wir auch. Ich schaffe es nicht. Ich kann kaum atmen. Ich kann nicht weiter. Doch, das kriegen wir hin. Los. Wir gehen hier einfach ganz entspannt. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, aber... Du gehst hier. Wir gehen ein bisschen weg von diesem Weg. Komm, du schaffst das. Komm, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich schaffe das nicht. Doch. Zu viele Menschen. Du schaffst das. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, Kumpel. Schritt für Schritt. Du willst doch wissen, was in dem Schließfach ist und du willst deinem Sohn im Zweifel helfen. Du schaffst das. Los. Reiß dich am Riemen. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Los, 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 los. Okay, jetzt spinnt er vollkommen, würde ich sagen, oder? Jetzt ist er völlig ballerballer in der Birne. Jetzt ist er völlig durchgeknallt, oder? Ja, er ist durchgeknallt. Dad, wo bist du? Jason!
Oh Gott, ich darf die Leute nicht berühren, dann fallen die alle um. Ich muss sie aber berühren wahrscheinlich, ne? Jason! Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Jason! Okay. Jason, Jason, dein Papa ist hier. Der Ballon. Ich muss den Ballon erwischen. Ja, aber wo ist denn der Ballon? Ich sehe den Ballon ja nicht mal. Jason! Okay, da kommen wir nicht weiter. Da auch nicht. Hey, hier ist doch... Da ist der Ballon. Lauf hinterher. Da lang. Ja, perfekt. Sehr gut. Lauf ihm hinterher. Ich weiß, du bist zwar total gestört, aber lauf ihm einfach hinterher. Da hinten ist der Ballon. Jetzt gehen wir da lang. Ah, stopp! Geh in die Richtung. Da sollst du lang. Und jetzt da. Oh Gott. Er ist völlig durchgeknallt. Tatsächlich. Also, ich glaube, das, wo er damals durch die Menschenmenge gelaufen ist, um Jason zu, ja, einzuholen, hat ihn so massiv traumatisiert, dass er das jetzt nicht mehr kann. Ey, es ist so krass. Aber jetzt ist in der Mitte der Gang frei. Es sind nicht mehr so viele Menschen da. Und er hat es tatsächlich zu den Gepäckschließfächern geschafft. Irgendwie. Auch, ich absolut keine Ahnung habe, wie. Ein Albtraum. Alles war nur ein verdammter Albtraum. Jason. Jason ist tot. Leider ja. Geschafft. Ich habe es durch die verdammte Menschenmenge geschafft. Ja, irgendwie. Die Schließfächer. Jetzt nur noch das Richtige finden. Muss ich da eigentlich rein? Ich weiß nicht. Muss ich da rein? Wahrscheinlich, ne? Ist das hier richtig? Reihe 18, Fach Nummer 3. Okay, Reihe 8. Nein, zurück. Diese Steuerung, ne? Macht mich wahnsinnig. Reihe 18, Fach 3. Okay, was haben wir hier? Reihe 1. 8, 9, 2, 12, 13. Lauf doch mal geradeaus, Kumpel. Einfach geradeaus. 16, 17. Okay. 19. Könnte dann hier 18 sein. Das sieht gut aus. 18. Was hatten wir? Reihe 18, Fach Nummer 3. Okay, wir sind in Reihe 18, Fach Nummer 3. Müsste das da sein. Ja, richtig. Oh Gott, was ist da drin? Ich glaube, ich will gar nicht reingucken. Echt nicht, Leute. Ja, das ist auch so ein blöder Schuhkarton, ey. Mann, was will er denn uns damit sagen, der blöde Typ? Also ist das definitiv, ist Sean vom Origami-Killer entführt worden, weil das ist ja nun jetzt eindeutig. Weil das ist doch jetzt sowas von eindeutig, weil der Vater von dem einen Jungen hatte ja auch so einen Karton. Und das Kind ist ja definitiv vom Origami-Killer umgebracht worden. Oh Gott, ey. Okay, und wir sind weiter. Ethan, die haben die Trophäe VIP erhalten. Ich habe keine Ahnung warum, aber... Und das richtige Schließfach. Ja, sehr schön. Habe ich den Karton in das Schließfach gelegt? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube ja nicht. Ich bin ins erstbeste Motel gegangen. Ja, nach Hause wäre ich an seiner Stelle tatsächlich auch nicht gegangen, wenn er die ganzen... Ein Schuhkarton. Wo ist die Verbindung zu Seans Verschwinden? Wir werden da gleich reingucken, Kumpel. Wir gucken da gleich rein. Der Karton aus dem Schließfach. Was wird drin sein? Also ich wäre an seiner Stelle halt auch nicht zurück nach Hause gegangen, wo die ganzen... Journalisten auf uns warten. Das wäre halt, glaube ich, nicht cool gewesen. Okay, da ist niemand. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen paranoid, nachdem wir da bei dieser komischen Frau, von der wir immer noch nicht wissen, wer sie ist, waren. Die, ja, wir kontrollieren das lieber alles.
von der wir immer noch nicht wissen, wer sie ist und die da halt uns diesen Albtraum beschert hat. Oder uns hat an ihrem Albtraum, ja, an ihrem Albtraum hat teilwerden lassen. Ah, nette Sachen. Okay, nichts Krasses. Gut. So, Kumpel. Reiß dich kurz zusammen, bevor wir in den Karton gucken. Du schaffst das. Was auch immer da drin sein wird. Vermute ja, dass da eine Origami-Figur drin sein wird. Aber wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Dein Sohn ist erst einen Tag weg. Müsste ja. Der müsste ja gestern bei der Polizei gewesen sein, denke ich. Oh Gott. Also dann wohl noch nicht ganz 24 Stunden. Ja, doch, vielleicht schon 24 Stunden. Okay. Dann werden wir uns jetzt sofort diesem Karton widmen. Ich will mich aber erst noch ein bisschen ablenken. Berichten zufolge verschwand gestern im Laufe des Abends ein Junge aus dem Bezirk Stanton. Richtig gut funktioniert. Er wurde mit seinem Vater im Park gesehen. Genaueres ist nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Fall Jeremy Bowles liegt der Verdacht nahe, dass der Origami-Killer erneut zugeschlagen hat. In diesem Fall stiege die Opferzahl auf 9. Gut, war vielleicht nicht so schlau. Da liegt unten noch ein Brief auf dem Boden. Ist das der? Den kann ich mir aber anscheinend nicht angucken. Oder? Nee, okay, gut. Dann werden wir jetzt so einmal kurz in den Kühlschrank gucken, auf den Balkon gehen und dann in diese Schachtel reingucken. Okay, Kühlschrank ist leer. Hätte mich auch gewundert, wenn die eine gefüllte Minibar hätten. Ja, einmal auf den Balkon raus. Einmal frische Luft schnappen, bevor wir da reingucken. Okay, ich schieb's tatsächlich ein bisschen vor mir her, weil ich nicht will, dass der Lütte dem Origami-Killer zum Opfer gefallen ist, aber ich glaube, ich kann es nicht ändern. Also es ist einfach, also es macht halt Sinn, dass es so ist. Es wäre jetzt, ja, also mit diesem Karton und dem Schließfach ist es halt meiner Meinung nach recht eindeutig. Ich mache jetzt über die Tür zu, ich bin jetzt paranoid, wie gesagt, dass er da auch vom Origami-Killer entführt wurde. Ich hoffe nur, dass wir ihn irgendwie retten können, tatsächlich. Okay, gucken wir mal in den Karton. Was ist das? Also, eine Pistole, ein Handy und noch irgendwas und die Figuren. Eins, zwei, drei, vier, was? Okay, dann nehmen wir als erstes Figur 1. Ich will die Waffe nicht anfassen, echt nicht. Das ist ein Bär oder so, ne? Ist das ein Bär? Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Okay. Was zur Hölle soll ich... Was ist das? Okay, sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz 498. Okay. Sollen wir da irgendwas abholen? Ich baue jetzt einfach mal das Telefon zusammen mit dem Akku. Keine Ahnung, ob das so schlau ist. Oh, was? Nee, jetzt will er uns benutzen oder was? Will er uns erpressen damit, dass wir irgendwas... Oh mein Gott. Hilfe. Dad, wo bist du? Mir ist so kalt. Dad. Oh mein Gott. Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Oh Gott. Okay, 5 Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Oh, krass, ey. Jetzt liegt's an uns, unseren Sohn zu retten. Also an Ethan, seinen Sohn zu retten. Und er entscheidet, wie weit er gehen würde, um dies zu... Oh Gott. Oh, das kann doch nicht gut ausgehen, ey. Das kann doch nicht gut ausgehen. Und das Bett. Oh Gott.
glaube tatsächlich, Ethan würde alles tun, um seinen Sohn zu retten. Ich bin mir da ziemlich, ziemlich sicher, dass er alles tun würde. Einfach, weil er schon einen Sohn verloren hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, krass, ey. Oh Gott. Okay, und ja, ich werde jetzt diesen Moment nutzen. Der Mörder ist weiß zwischen... Genau. So, jetzt wo wir wieder zu Norman zurückkehren, der gerade anscheinend sein Profil bekannt gibt für den Origami-Killer, werde ich den Part an dieser Stelle auch beenden. Ich, Halleluja. Also ich traue Ethan zu, dass er alles tun würde, um seinen Sohn zu retten, egal was das für ihn bedeutet. Also ich, alleine weil er halt schon ein Kind verloren hat, ist das meine Meinung dazu. Also so sehe ich ihn, so habe ich das Gefühl, würde er, ja, sein. Schreibt mir in die Kommentare gerne mal eure Meinung, was ihr glaubt, wie er sich jetzt als Vater in der Situation verhalten würde. Wie weit würde er gehen, um seinen Sohn zu retten? Weil das ist ja die essentielle Frage, die ihm da entgegengeschmissen wurde. Wie weit würden sie gehen, um jemand oder ihren Liebsten oder jemand ihrer Lieben zu retten? Und die Frage, ja, müsste man sich wahrscheinlich schon mal stellen. Und was denkt ihr? Wie weit würde er gehen? Was würde er alles tun? Oder würde er irgendwo eine Grenze haben? Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich, wie ihr Ethan seht. Wie gesagt, ich glaube, er würde alles tun, um seinen Sohn zu retten. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Heavy Rain. Bis dahin. Tschüss.